Wir sind zurück. Ich hab's geschafft. Also ich hab bis jetzt bis die drei Sachen wiederholt. Hab mich hier nicht verkeilt. Ich bin sehr cool. Ich hab alles gelassen, wie es ist bis jetzt. Und ich hoffe, wir können weiter spielen in dieser Episode. Wir müssen natürlich hier noch zack das Ding runterziehen und die Klosche sind dann auch noch. Und wir haben die vierte Muschel und somit den vierten Hahn und können die Scheiße hier aufdrehen, wenn möglich. Oh, das wird eine Treppe hinunter. Was? Das habe ich jetzt nicht mehr ganz. Ah, der versteckt ja. Ach so. Das hat man, glaube ich, nicht gezeigt. Im Film. Da gibt's kein Wasser. Mist. Da muss eine Lady zum Tanzen geben. Okay, das können wir nicht. Das können wir vergessen. Ich bin blöd. Die hat ja Wasser. Muss wieder geputzt werden, das Zeug, oder was? Besser, besser. Was soll das denn? Wieso hängt denn mir ein Skorpion an den Hals? Wieso? Ach, ich habe das Wasser bei ihr abgedreht. Jetzt begreife ich langsam. Guck mal, hier so lock ich an. Zack, Herz genommen und können wir das Ding noch ein. Nee. So, tot. Fett. Und jetzt haben wir den Lock angesch. Nie schon wieder das Vieh, ey. Könnt ihr aber ein bisschen am Arsch lecken hier. So, regnet wieder, ist super, oder? Hast du wieder Wasser? Gut gemacht, hm? Jetzt gibt es auch ein Hahn hier, ein Rad oder was immer hier soll. Das ist natürlich da oben dran. Und dann können wir hier drehen. Und dann fließt die. Wie Bier, Blut und Wasser. Zack. Plopp. Wir können schwimmen. Oh. Hier friert aber einer. Oh. Hier sind ja Skorpione. Also ist irgendwie ein Unterwasser-Zeug. Ein Geist. Maulende Myrte. Oh. Aber wir haben das Level abgeschlossen und nicht einmal. Zack. Nein, wollen wir nicht. Die Geschichte wollen wir nicht fortsetzen. Nein, wir sitzen nur hier und machen. Trollalalala, trollalalala. So, Schloss Hogwarts. Müssen wir dafür Angst und Schrecken gegangen? Nein, ich will eigentlich. Oh. Sorry, Mister. Ich wollte das nicht, aber es musste so sein. Mein Herrscher befahl es. Wir müssen hier lang gehen. So, noch einmal. Es kommt. Zack. Und zack. Und zack. Zack. Und wieder aufstellen. Wieder.
schön. Nicht golden, sondern silbern. Oder Platin? Oder was? Schau mal, hier irgendwas noch zu tun? Ich glaube eher nicht. Okay, das hört man ganz, 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 ganz wenig. Das Pad hier. Also ich höre es an meinem Kopf sehr laut. Also laut. Mein Computer ist ein bisschen lauter. Aber da hört man auch nicht. Ist cooler. Es ist super. Ist eine Kühl, also keine Wasserkühlung, sondern einfach Luft und damit auch ein bisschen lauter. Aber funktioniert auch so gut. Das ist natürlich so Overburner, eine Wasserkühlung. Oh, aber das Geld, die 4000, ja. Für eine richtig guten. Wieso liegt hier dann noch ein Besen rum? Das ist mir suspekt. Wie jetzt? Ah, jetzt ist der Weg offen, oder? Das können wir da Simsalabim bewirken. Hallo! Aha, jetzt. Und ein. Jetzt ist Harry Potter 5. Hier waren wir in Lego. Let's Play Harry Potter The Order of the Phoenix. Waren wir hier ganz, ganz viel unterwegs. Unten haben wir auch Fred und George getroffen mit den Heulern und etc. pp. Und es ist hier irgendwo wieder ein Trank, den wir brauen müssen. Eine Angelrute. Ist was zum Fischen? Oh, nö. Ein Frosch, ein Quarkfrosch. Zwei sogar. Jetzt können wir die also zur Überfahrt benutzen. Cool. Probieren wir gleich mal aus. Also, gehen die auch jetzt weiter hier? Okay, nein, die gehen nur in die... Wow. Ach, ist das ein Wettrennen oder was? Ist das ein Rennen? Ist das ein Rennen? Cool. Ein goldener Stein. Ein Viertel. Goldene Steine. Wow, sind wir gut. Und hier ist noch so ein Handkettenschlag hier oben. Für was auch immer. Und hier ist wirklich noch Fred und George und Co. Mit ihren Experimenten, illegalen Experimenten, was sie mal da haben. Verursachen. Was? Aha, haben wir den gerettet. Schüler in Gefahr. Freddy, ich glaube, der hat sich ein bisschen festgehangen. Und wir werden weiterhin hier natürlich tapfer uns begnadigen mit Medai. Medai, der kluge, kühle Kopf. Und hier, hallo. Ich bin hier, der Captain. Aus dem Norden. Die schöne Lady aus dem Süden. Und der kleine. Hier, nimm das. Das ist. So, mach mal, du beschissenes Ding. So, ein Kraut, das uns coolerweise sogar noch Kiemen verschafft. Jetzt haben wir... Ach nee, so eine scheiß Braut, ey. Das ist ja nicht wahr. Jetzt haben wir... Wir haben Kiemen. Und unser anderer, wie hieß der Typ nochmal? Ey, das ist echt... Wir können sogar unter Wasser zaubern. Aha, okay, super. Danke, dass Sie mir das mitteilen. So, frei Haus. Du Mistvieh. So, haben wir das auch gerettet. Du bist hier. Haben wir das... Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, freigeschaufelt.
Heißt, wir gehen da mal rein und gehen. Oh, was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ist da ein Keks? Nein. Aber wir können natürlich jetzt weiter hier rumgaukeln. Und hier. Ne. Naja, war klar. Super. Nein! No. Haben wir jetzt befreit? Also, sind wir jetzt durch? Denke mal. So, auf und runter. Rein, 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 rein. Nein, nicht das Viech, nicht das Viech, nicht das Viech. Oh, oh. Nein, 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 nicht eine Badenixe hier. Die kann mir... Was ist das? Was soll das sein? Eine Glühbirne. Ich begreif's nicht ganz, aber okay. Finde ich super. So, hier ein bisschen Blümchen und tralalala. Und die müssen wir Fisch zusammenbauen, oder was? Hä? Ach, da oben. Ah, okay. Nein, ich will... Na. Zack. Und oben, komm, komm, ran, 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 ran. Zack. Bin ich toll. Super. Und wo geht's lang? Nach oben und weiter. Ach, und es... Nee, gehen wir mal unten durch, wenn wir können. Ach, das wächst oben lang und dann wieder unten. Ach so, jetzt verstehe ich das. Nein, nicht so fies. Nein, 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 nein. Das hier ist noch so eine Krabbe. Nein, wieso geht denn der noch? Ah, nicht. Das sind so beschissene Viecher, ey. Die können nicht mal. Müssen wir hier irgendwie zerstören und. Was war das? Oh. Die kann man sogar... Jetzt können wir oben weiter. Okay. Nicht so... Nicht so ein Scheißvieh. Nicht so ein Scheißvieh. Ah, jetzt haben wir hier wieder... Ah, nein, ja, ja, nicht ganz so viele, wir haben kommt ganz viele Steine, aber... Oh, das Vieh will's ja wissen, ey. Hier oben ist ja, oh, hier oben ist was. Ist das eine Glühbirne? Eine Glühlampe? Nee. Ach, eine Perle, so. Ja, jetzt verkriecht sie sich wieder. Oh, ah, okay. Wir setzen zuerst die ein. Verschwinde! Komm, verschwinde! Verschwinde! Na, also, so eine Animation. Super, wieder 50 Euro. Und wir traben einfach mal weiter. Und was uns dann an der Oberfläche wieder abgeht, liebe Leute, das sehen wir dann im nächsten Episode. Viel Spaß, haut rein, tschüsschen. Das war eine spannende Abenteuergeschichte hier mit Harry Potter.
Years 1 bis 4. Ja, das war's, meine lieben Freunde, mit dem jetzigen Part. Mal schauen, was dann später noch auf uns zukommt, wenn wir dann den nächsten Part spielen. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Machart und wenn es weitergeht, dann seht ihr es auch auf meinem Kanal. Wenn ihr mich abonniert habt, wenn nicht, dann bitte abonniert mich, falls ihr ein oder zwei Parts nicht vergessen oder verlieren wollt. Dann einfach nur abonnieren. Ansonsten schaut doch mal wieder vorbei bei Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ansonsten freut es mich wie ein Teufel, das Spiel endlich zu spielen. Und ein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung. Ich bin Harry Potter in einer verflixt scheiß Kammer, die von den Dursleys, gerade aufgemacht werden. Aber das spielt auch keine Rolle mehr, denn wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder auch gerade auf die Playlist kommen wollt, dann klickt einfach unten links in den laufenden Screen, da ich ein paar Gameplay-Sachen reingeschmissen habe und so. Ja, ansonsten, liebe Freunde, viel Spaß bei den weiteren Let's Plays und wenn die Eulen kommen, dann einfach nur die Ohren zumachen und freuen auf weiteres. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, wie die Geschichte weitergeht und wir freuen ja uns auch auf mehr von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, die auch hier rechts im Bilde sind, wie wir auch gerade sehen, alle in Gryffindor. Und das, liebe Freunde, freut mich sehr. Das wird ein spannendes Abenteuer mit sehr, sehr viel Action in Lego-Optik. Tschüss, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.